Ah, okay, Glaswände, die können wir auch verschießen. Zerschießen. Zerballern. Und zwar so richtig. Die machen wir schon von hier aus kampfunfähig. Er kann auch automatisch zielen damit. Und zu dieser Wand hoffen, dass wir nicht getroffen werden. Ja, okay. Läuft alles perfekt nach Plan und okay, hat uns jetzt nicht wirklich weitergebracht. Dann halt wieder zurück und durch dieses Gitter auf der anderen Seite, in dem anderen Gang. Ah, wenn du allerdings zu nah stehst und Dreieck machst, versucht der Gegner zu greifen oder ihn mit dem Reaver in 1000 Teile zu zerlegen, was dann natürlich nicht so toll ist. Und war ich schon in diesem Raum? Ist das, wo ich herkomme? Wenn das ist, wo ich herkomme, was ist das dann für ein anderer Gang? Hier komme ich nicht her, auf keinen Fall. Doch. Okay, hier komme ich her. Also anderer Gang, zurück durchs Gitter durch. Die Welt ist, ich hab's schon mal gesagt, die Welt ist sehr verwirrend designt. Alles sieht gleich aus. Was aber auch seinen Zweck hat, denn immerhin ist sie zerstört, eine riesige Aschewüste eigentlich, um es mal so zu sagen. Ich meine, es dürfte jeder bemerkt haben, dass wir bis jetzt noch keinen einzigen Baum oder sowas gesehen haben. Und treffen wir hier schon auf sie? Ja! Die nächsten Gegner halten am meisten aus von allen Gegnern und können das Telekinete-Projektil und schlagen ein sowas von zu Brei. Das ist unglaublich. Sollte eigentlich schon verboten werden. Und ich sehe hier auch keine Möglichkeit, die jetzt loszuwerden. Oder? Wie ging das da nochmal? Überfordert. Ah, okay. Hier müssen wir das hier schieben. Von außen schieben. Ja, ich muss euch erstmal loswerden. Das geht doch nicht. Wie könnt ihr mich so stören bei der Ausführung meiner wichtigen Worte? Von außen näher schieben? Denn um durch dieses Gitter zu kommen, müssen wir ja in die spektrale Ebene, in der wir allerdings ja keine Gegenstände schieben können. Weshalb wir das jetzt schon übernehmen werden. Und jetzt schieß schon dein verdammtes Projektil. Okay, im richtigen Moment gestorben. Hätten sowieso wechseln müssen. Durch dieses Gitter hier hoch. Dann hier nochmal ganz dolle hoch. Und hier wieder zwei Gegner. Sluags. Die ich eigentlich mit dem Projektil zuspammen sollte. Ah, los. Los. Gib alles, was du kannst, Raziel. Das sind sie schon tot. Wir wechseln dann auch hier nochmal. Oder sind gerade gewechselt. Hier durch. Fackel. Fackel, ich hab Licht. Vielleicht erkennt man auf dem YouTube-Video jetzt sogar was. Und ein Schiff. Merkwürdig. Das sollten wir uns mal ansehen. Ja, okay, genug gesehen. Wo geht's hier weiter? Das war's nochmal. Ah, genau. Wir wechseln jetzt hier. Das Schiff verlängert sich ein bisschen nach oben und wir sind hoch genug, um da dran zu kommen. Und hier werden wir gleich einer komplett neuen Art von Gegner begegnen. Aber zuerst ein Teleportationstor und das ist eigentlich ein guter Cliffhanger-Moment gerade. Hier geht's weiter. Hier ist das Teleporttor. Und hier werde ich jetzt speichern, nachdem ich es aktiviert habe. Warum ist dieser Gang so lang? Ah, okay. Teleporter.
aktiviert. Sie haben soeben den Raum verzerrt. Ja. Okay, das war Let's Play Soul Reaver für heute. Ciao.